Handwerk steckt eigentlich noch in einem Winterstiefel. Es ist die hohe Kunst des Schuhmachens, die immer noch in der einstigen Schuhmetropole Pirmasens Tag für Tag zelebriert wird. Mit handwerklicher Perfektion wie vor 100 Jahren. Die handwerklichen Arbeitsschritte beim Schuhentwickeln sind eigentlich die spannenden. So spannend offenbar, dass die Mitarbeiter gar nicht mehr weg wollen. Wir machen das ja schon wie lange? 34 Jahre. Im April werden es 40 Jahre. 43 Jahre. Wir begleiten die Entwicklung eines Winterstiefels beim Traditionshaus Kennel und Schmenger. Vom ersten Entwurf bis zur Premiere auf der Modemesse in Paris. Wird sich der Stiefel aus der Westpfalz gegen die Konkurrenz aus Italien oder Frankreich behaupten? Und wie bleibt die Firma auch in Corona-Zeiten immer den neuesten Modetrends auf der Spur? Ich glaube eher, dass die ganzen Erdtöne noch mal stärker werden, die ganzen Naturtöne. Da glaube ich, sind wir hier besser aufgestellt als mit Weiß. Okay. Wollen wir den langen Stiefel noch machen? Ja, ich glaube schon, cool, auch, dass die hohen Stiefel noch mal mehr kommen, ja, als Weiterführung von den, ja, Combats. Der Chef hatte wieder mal eine seiner frühmorgendlichen Eingebungen. Und den anderen machen wir richtig. Seit 6 Uhr morgens grübelt Andreas Klautsch über dem Entwurf für einen neuen Winterstiefel. Gemeinsam mit seinem Team entwirft er jeden Schuh selbst. Immer im Blick die aktuellen Entwicklungen in der Damenmode. Ich glaube, dann haben wir jetzt die meisten wichtigen Typen zu den neuen Schaft- und Rocklängen. Also, ja, ich glaube, zu den Moods passt das überall von zum Look. Ja. Selbst auch mit der, absolut, zu der Hose, mit der engen Hose, ja, und dem Mantel drüber. Jetzt letztendlich haben wir dann einen derben Stiefel, der schwer aussieht, aber federleicht ist. Heute Nacht bin ich aufgewacht und habe mir überlegt, wir brauchen noch andere Schaftlängen. Dann habe ich schnell eine Skizze gemacht. Heute Morgen noch ein bisschen brauchbarer dargestellt und jetzt besprechen wir das zusammen. Ja. Für die meisten Frauen ist es einfach schöner, weil es ein bisschen mehr streckt, wenn jetzt nicht zwischendurch so 10 cm Wade rausguckt. Das ist einfach, um das Ganze von der Proportion ein bisschen schöner und schlanker zu gestalten. Das sind viele Bauchentscheidungen. Man braucht da schon viel Gefühl und es ist auch kein Job von morgens 8 Uhr bis 17 Uhr, sondern man muss sich da 24 Stunden damit beschäftigen. Es ist ja nicht nur jetzt die Schuhe zu beobachten, sondern es ist den ganzen Markt zu beobachten. Schwarz, ne? Mhm. Weil ich finde das hier zum Beispiel, das ist ein bisschen glanz und das derbe, punkige, das finde ich schon cool. Also das vom Look her ist das. Aber wie genau erfindet man einen schwarzen Stiefel immer wieder neu, damit die Kundinnen alle Jahre wieder zugreifen? Das Designteam hat für dieses Modell eine dicke, aber ultraleichte Sohle in Auftrag gegeben. Jetzt fehlt noch das passende Leder. Sie haben mich gefragt, ob ich weiß, wie Frauen ticken. Natürlich nur begrenzt. Und Frauen müssen dann mitwirken bei der Entwicklung. Also ich gebe den Stil vor, aber dann ist es eine wichtige Teamarbeit und wir diskutieren da viel. Und ich bin vielleicht manchmal auch anderer Meinung und vielleicht auch falsch. Also in dem kleinen Kreis diskutieren wir das viel. Hat er sich für einen Entwurf entschieden, überträgt ihn Klautsch mit Stift auf ein 3D-Kunststoffmodell, immer in Größe 37,5. Und auf diese Größe sind Sie auch geeicht? Genau, also das mache ich schon seit vielen Jahren und auf diesen 20 cm ungefähr weiß ich schon ganz genau, wo jede Linie sitzen muss. Also ich kenne da jeden Millimeter. Nebenan im Giftschrank die neue Musterkollektion. Alles in Größe 37,5, versteht sich. Da passen nicht viele Frauenfüße rein. Zu jedem Schuh gehört ein altmodisches Formular, das Andreas Klautsch per Hand ausfüllt. Und von denen schreibe ich in der Saison fast 1000. Jede Saison. Also wir sind ein modernes Unternehmen, aber das ist sicherlich antiquiert. Also die meisten werden das hier auf PC-Basis betreiben. Ich persönlich finde es ganz gut, mich in jeden Schuh reinzudenken. Ja, dadurch, dass ich manuell alles aufschreibe, jedes Material festlege, letztendlich auch manchmal die Nahtfarben, so kann ich mir besser vorstellen, wie der Schuh wirklich aussehen soll. Damit aus der guten Idee am Ende ein schöner Stiefel wird, bleibt aber noch viel zu tun.
Zunächst muss das Kunststoffmodell in Teile zerschnitten werden. Aus 3D wird wieder zweidimensional. Kirsten Schomborg hat bei Kennel und Schmenger ihre Ausbildung gemacht und ist dort in der Designabteilung geblieben. Und das schon eine ganze Weile. 20 Jahre. Ach, jeden Tag wieder. Warum? Weil es einfach unheimlich abwechslungsreich ist, weil es kreativ ist und weil es einfach ein tolles Produkt ist, wo ich persönlich selber Freude dran habe. Es ist einfach schön, wenn man dann tolle Schuhe auf dem Tisch stehen hat. Ein wenig wird das Entwerfen hier wie aus der Zeit gefallen. Mit der Hand gezeichnet, die Ösen für den Stiefel nach Augenmaß platziert. Ginge das mit dem Computer nicht schneller? Es ist in gewissen Dingen natürlich möglich und auch fortschrittlich, aber für unseren Bereich, die wir ja auch noch sehr viel auf Details Wert legen, wenn wir zum Beispiel sagen, wir möchten, dass die Spitze ein bisschen schlanker ist und zeichnen dann die Modelle auf, damit es halt wirklich von den Proportionen passt. Da ist halt einfach noch viel Handarbeit gefragt, weil sie sehen das einfach nicht auf dem Bildschirm. Dafür müssen sie das einfach im Dreidimensionalen noch mal in der Hand haben, um das beurteilen zu können. Ganz ohne Computer geht es nicht. Egon Burkhardt digitalisiert das zweidimensionale Modell. Aus seinem Rechner kommen ab jetzt die Vorlagen für die einzelnen Lederteile des Stiefels, das Schnittmuster. Das Rote sind Zugabenlinien. Die Grünen sind die Originallinien, die ich digitalisiert habe. Und die Roten sind die Zugaben, die man braucht. Und der Dritte, um was aufzustippen oder Umbuck, damit die offenen Kanten verschwinden. Er ist nicht der Einzige in der Firma, bei dem noch so spät Licht brennt. Während in der Werkshalle längst Feierabend ist, feilt der Chef noch an einem Leisten. Bei der breiten, wuchtigen Sohle sollte die Kontur von dem Leisten ein bisschen schlanker werden. Und ich ziehe jetzt ihm jetzt an der Spitze, innen und außen, ein bisschen weg. Das ändert jetzt nichts an der Passform. Aber er kommt dadurch etwas femininer rüber. Ja? Frauenversteher Claude weiß, wovon er spricht. Das Schuhmacherhandwerk hat er von der Pike auf gelernt. Höchstpersönlich geht er noch mal über jeden neuen Leisten, bevor er dann in Serie geht. Seit 25 Jahren steht Claude der traditionellen Schuhfirma vor. Viele der Mitarbeiter sind noch viel länger da. So auch Annette Baldauf, die hier die ersten Papierschablonen für den schwarzen Stiefel schneiden lässt und mit Stempeln markiert. Ich habe hier gelernt. Ja. Das Lederlager der Schuhmanufaktur. Feinste Leder aus italienischen Gerbereien. Hergestellt aus Abfällen der Fleischindustrie. Heute sorgt eine Lieferung ausnahmsweise für Diskussionsbedarf. Ciao, son Andrea. Hallo Andrea, alles klar bei euch? Eine Sache ist uns aufgefallen, die 300 Meter von dem Leder Firenze, die sind ja voller Venen. Das macht mir wirklich Sorgen. Sorgenfalten auch bei Einkaufsleiter Harald Geiger. Jede Haut ist anders, aber es muss akzeptabel sein. Aus nicht so guten Ledern kann ich sehr schlecht schöne Schuhe machen. Und es gibt Venen, die sehr flach sind, wie die hier. Die gehen dann in der Verarbeitung weg. Aber die hier, wenn die jetzt der Schuh falsch gestanzt wurde, dann bleibt die oder wird noch tiefer. Die bekommen sie nicht weg. Und das ist ein Makel. Das wird nicht akzeptiert von den Kunden. Also die hat die Temperatur verändert, ja, wahrscheinlich, die, ja, hat den Druck verändert. Ja, man sieht jetzt auch, ja, in den Vertiefungen, dass die da dunkler, ja, sind. Die auch sind auch nicht mehr so glänzend. Ja, auch die Stärke von den Ledern. Im Vergleich jetzt zu denen, das passt. Die müssen wir neu machen. Das, ja, hat keinen Sinn. Bei den ersten Schuhen zieht sich die Prägung an der Spitze raus. Also die Leder waren nicht gut genug geprägt. Ja, man sieht das hier, den Unterschied. Die haben einfach an Wertigkeit verloren. Das enge Vertrauensverhältnis zwischen Kennel und Schmenger und den italienischen Lieferanten ist über Jahrzehnte gewachsen.
Und das sind diese Verbindungen, wo man ganz einfach sich über Jahre aufbauen muss. Und wir sind auch sehr, sehr lieferantentreu. Unser Unternehmen ist, solange es geht, bleiben wir bei den Lieferanten, wenn sie uns die Artikel liefern können. Wichtig ist für uns, dass wir in unserer Produktion gute Übergänge haben zwischen den Kollektionen. Das heißt, dass wir nicht solche Ausschläge haben, ja, und dass wir mal die Leute nach Hause schicken müssen, weil wir keine Arbeit haben. Wir brauchen immer Aufträge, die in der Produktion laufen. Das heißt, wir müssen Materialien früh bestellen. Bevor wir Schuhe verkaufen, bestellen wir schon Leder. Und das ist reines Bauchgefühl. Und das ist natürlich hier die Verbindung, das muss ich ihm sagen. Und wir diskutieren dann darüber und legen dann die Mengen zusammen fest. Wenn wir zu monochrom gehen, sieht hier schon gut in. Irgendwo in der Werkshalle schwirrt Andreas Klautsch immer herum. Katrin Mann versucht schnell zwischendurch, den Vertreterkatalog mit ihm durchzugehen. Im Premium-Segment muss alles 100% stimmen. Das brauchen wir gestern. Das ist gut aus. Jetzt muss ich das irgendwie schnell machen. Okay. Ich hatte am Anfang oft Preisgespräche geführt auf Messen mit Händlern, und die mir gesagt haben, es sind wunderschöne Schuhe, aber wenn die nur etwas günstiger wären. Und das hat mich eigentlich noch mehr angespornt. Ich wollte weg von diesem Preisdruck und habe gesagt, wir können nur bestehen und vor allem in Deutschland bestehen, wenn wir das Produkt so gestalten, dass es vielleicht nicht vergleichbar ist. Außergewöhnlich. Was ich brauche vor allen Dingen ist ein scharfes Messer. Der Schwung ist nicht so wichtig, aber das Messer muss schon scharf sein. Ja. Weil jeder Schuh in 13 Größen hergestellt wird, liegen hier 200 bis 400 Stanzmesser pro Modell, die alle eigene Namen tragen. Wie kann die bestmögliche Ausbeute aus einem Stück Leder herausgeholt werden? Darum kümmert sich Stefan Piotrowski. So wenig Ausschuss wie möglich ist die Devise. Dabei wird jedes Fell, so nennt man die Tierhaut, einzeln berechnet. Keins ist wie das andere. Das sind die Weichteile, das sind ganz weich. Das ist praktisch Abfall. Und da haben wir jetzt zwei Paar Schuhe. Und hat man manchmal auch nur ein Paar? Ja. Gibt's, das ist kleine Schuhe. Kleine Stiefel, ja. Da hat man große Stiefel. Die Blätter sind fast doppelt so groß. Ja. Ein Herzstück des Unternehmens, die Stepperei. Hier passieren die meisten Arbeitsschritte auf dem Weg zum fertigen Schuh. Und dabei hat sich seit Ewigkeiten kaum etwas geändert. Genäht wird immer noch mit der Hand oder jahrzehntealten Maschinen. Und bei aller Konzentration bleibt auch immer noch Zeit für ein Schwätzchen. Eine super Mannschaft. Ich habe nämlich auch schon woanders geschafft und da war es nicht so schön wie da. Ja, da war das Betriebsklima nicht so. Ja. Ich sage keinen Namen, aber dahin ist das Betriebsklima super. Und jetzt wird es ja so weg. Jetzt läuft's. Ich hol mal jetzt einen Bonbon und dann ist alles wieder gut. Einer der wenigen Männer in dieser Abteilung ist der Steppereileiter Mario Sill. Ist noch eine Frauendomäne, aber es kommen immer mehr Männer. Mir macht das Spaß, ja. Ich mache das schon seit 1997. Da habe ich hier bei Ken Lutschmenger meine Lehre angefangen. Ja, bin dann als Betriebstechniker zur Schuhfachschule gegangen und danach direkt wieder hier in den Betrieb. Das wird heiß und kalt gemacht. Also bei dem Modell jetzt reicht es nur, heiß zu machen. Es gibt aber auch Modelle, die stärkere Kurven benötigen. Zum Beispiel mit höheren Absätzen brauche ich stärkere Kurven. Und dann muss ich das kalt nachformen, damit die Kurve besser erhalten bleibt. Wer hätte gedacht, dass 150 Arbeitsschritte in einem Schuhmodell stecken? Damit Kanten nicht ausfransen und nach 100 Mal Tragen nicht ausleiern, werden Bänder in die Nähkanten eingeklebt. Überhaupt
wird jedes Stück Leder in der Dicke gemessen und an den Kanten dünner geschnitten. Schärfen heißt das hier. Unterstützt werden die langjährigen Steppereimitarbeiterinnen immer wieder von Kolleginnen aus Ungarn. Die nehmen dann das Know-how aus Pirmasens mit nach Hause, in das dortige Kennel- und Schmengerwerk. Andreas Klautsch suchte in ganz Europa nach Fachkräften. Gefunden hat er auch Chapuni Abdel Fattah, ein Meister an der 100 Jahre alten Adlermaschine. Ich habe 20 Jahre in Italien gearbeitet, nie war ich arbeitslos. Aber ich muss auch schauen, wie sich die Situation für meine Kinder entwickelt. Ich habe 3 Kinder und die jungen Leute in Italien haben im Moment gar keine Arbeit. Ich habe die Befürchtung gehabt, dass die Kinder zwar dort in die Schule gehen, aber danach einfach nichts finden werden. Und das wäre für mich ein großes Problem. Also haben wir uns entschieden, hierher zu ziehen. Toll, wie diese alte Maschine noch funktioniert. Und ich habe dann gelesen, dass er in der Luxusschuhindustrie in Italien gearbeitet hat. Ein ganz namhaften Unternehmen und es ist ja für uns nicht so einfach, Nachwuchs zu bekommen oder Fachkräfte zu bekommen, vor allem im Bereich der Stepperei. Und das war ein absoluter Glücksgriff. Also ich bin echt froh, dass wir ihn haben. Erstmal ist er ein super sympathischer Typ und dann kann ja jede Maschine, er kann wirklich jeden Arbeitsgang, was die Stepperei betrifft. Vielleicht ist es diese Wertschätzung, die Mitarbeiter wie Michaela Erhardt so lange bei der Firma hält. Nieten und Verzierungen sind ihr Revier, aber auch die Ösen für unseren Stiefel. Frau Erhardt, wie lange sind Sie jetzt hier schon? Seit 39 Jahren. Das kann man sich ja kaum vorstellen. Ja. Schon einmal die Naht nicht stimmt bei mir. Hat der Nächste da die Mitarbeit, um das wieder auszugleichen. So wird nach und nach ein Stiefel draus. Die rote Kiste wandert mit der guten Seele Jan von Station zu Station. Während in der Werkshalle schon Feierabend ist, tüftelt Designerin Kirsten Schomberg an einem schwarzen Ballerina. Jede Saison muss der wieder ein bisschen anders aussehen. Natürlich ist es Arbeit, aber ich sag mal, ohne wäre der Schuh ja nur halb so schön. Ich sehe das nicht als Bedarfsprodukt, sondern ich sehe das als sehr emotionales Produkt. Bei uns ist das Credo, wir müssen Kollektionen entwickeln, wo wir die Frauen begeistern. Sie müssen die Schuhe sehen und dann muss in Bruchteilen von Sekunden, vielleicht im Hirn, muss es einen Auslöser geben, der letztendlich den Kauf auslöst. Und dieses emotionale Produkt muss ein Jahr im Voraus erdacht werden. 500 Modelle produziert Kennel und Schmenger pro Saison. 600.000 Paar Schuhe werden in den Werken in Pirmasens und in Ungarn jährlich hergestellt. Doch zurück zu unserem schwarzen Stiefel. Die zuvor in der Stepperei sorgsam genähten Teile müssen jetzt über den Leisten gespannt werden. Und immer wieder werfen auch die Erfinder einen kritischen Blick auf den Schuh. Besteht der Entwurf auch in der Praxis? Und da ist noch ein Klautsch. Nikolas, der 21-jährige Sohn des Chefs, soll das Handwerk wie der Vater von der Pike auf lernen. Wenn du jetzt hier dieses reinzwickst, ja. Da vorne gleich. Gerade wird er von seinem Ausbildungsleiter im Seitenzwicken unterrichtet. Also letztendlich wusste ich, dass die Möglichkeit besteht, dass ich in die Branche und in die Firma einsteigen kann. Aber ich wusste natürlich auch, dass ich dafür einiges tun muss und dass ich dann auch von Grund auf einsteige. Und eben bei Null anfange mit der schuhfertigen Ausbildung.
Ich freue mich sehr, aber es war also ich habe keinen Druck ausgeübt, sondern das war letztendlich eine freiwillige Entscheidung meiner Kinder. Wir haben diskutiert nach dem Abitur, in welchen Weg sie einschlagen wollen, und beide haben gesagt, sie können sich gut vorstellen, damit zu arbeiten. Es sind Kämpfe um Millimeter, die Egon Burkhardt oft nach Feierabend noch ausficht. Was kontrollieren Sie denn da noch? Jetzt an diesem Schuh ist die Schnürung schief. Wenn man den jetzt schnüren würde, würde es so aussehen. Und sollte eigentlich so aussehen. Muss runter. Muss man neu zwicken. Es muss perfekt sein. So können wir es nicht lassen. Kann man das jetzt nochmal aufmachen? Ja. Das ist das Gleiche wie hier. Da wird praktisch nochmal vom Kleber gelöst, von der Bronzesohle, und wird dann neu aufgezwickt. So, jetzt kann man es korrigieren. Kannst dann neu aufzwicken, dann stimmt das Ganze. Aber da geht es um Millimeter, gell? Ja, das, hier waren es jetzt so 5 Millimeter, das ist entschieden zu viel. Ob Zwicken oder Kleber auf den Schuh pinseln, auch Chef Andreas Klautsch kennt jeden Arbeitsschritt aus dem FF. Ich muss irgendwie meine Leute motivieren, ja? Und ich kann sie nur motivieren, wenn ich auch wirklich weiß, von was ich spreche. Das weiß auch Jörg Baumann von der Qualitätssicherung, der gerne überall mit anpackt. Er feiert hier gerade Hochzeit mit unserem Stiefel. So nennen das Schuhmacher, wenn der Schuh mit der Sohle verbunden wird. Fluchen Sie auch manchmal, weil der Chef sich so einen verrückten Entwurf hat einfallen lassen? Ja, es ist so. Also ich sage immer, es gibt keine Steigerung mehr von einer Saison zu der nächsten. Aber es gibt sie immer wieder. Am Schluss muss jeder Leisten wieder raus aus dem Schuh. Ob Stiefel oder Ballerina, jedes Paar landet schließlich bei Özlem Oflay, die es erst richtig zum Glänzen bringt. Wie eine Malerin mischt sie jede Schuhcreme individuell auf ihrer Palette. Also ich tue Schuhputz und Creme auf 100 Paar. Am Tag wohlgemerkt und mit Leidenschaft. Auch Birgit Okrulika verleiht den Schuhen noch einen letzten Schliff. Der Firma treu seit 40 Jahren. Wir haben das Endprodukt in der Hand. Wir machen das fertig für die Schachtel und sehen alles komplett. Das ist schön. Die langjährige Bindung an die Schuhfabrik kann auch er nicht abschütteln. Der ehemalige Betriebsleiter ist zu Besuch. Damals waren natürlich mehr als doppelt so viele Leute, auch hier in der Montage. Aber vor allen Dingen drüben hatten wir 3 Steppereibänder, weil das Rückgrat einer Schuhfabrik sind eigentlich die vielen Frauen. Das sind die guten Facharbeiter. Ja. Ja. Modische Ballerina werden zählen immer noch neben den Sneakern. Oder ist der Gautsch? Alles klar? Einmal schuhverrückt, immer schuhverrückt. Herbert Schupfer, damals ein Chef alter Schule, will im jetzigen Chef schon vor 25 Jahren dessen Potenzial entdeckt haben. Moderne Sneaker. Und der Herr Klautsch, das sage ich noch einmal ausdrücklich,
der ist eine Bombe. Wie ich, ein guter Sportler. Und nur die guten Sportler wissen, wie es geht. Die kommen durch, weil sie müssen zuerst Leistung bringen, dann kriegen sie die Goldmedaille. Das ist im Sport genauso wie im Job. Ja, wer viel Sport macht, ist wahrscheinlich ehrgeizig. Ich bin unglaublich ehrgeizig und das spornt mich täglich an. Ich meine, der Beruf ist anstrengend und der Ehrgeiz ist so groß. Und dadurch kann ich mich motivieren, immer wieder neue Kraft zu nehmen, neue Kollektionen zu entwickeln und letztendlich das Unternehmen zu führen. Ja. Der Sport beeinflusst schon. Paris, Stadt der Liebe, Stadt der Mode. Es ist Anfang März und die große Schuh- und Accessoire-Messe ist der jährliche Höhepunkt für den Schuhhersteller aus Pirmasens. Vor dem Louvre zeigt die Branche ihre neuesten Kreationen. Doch in diesem Jahr gibt es noch ein anderes großes Thema, Corona. Die Angst vor dem Virus hält zunehmend die Welt und auch die Messe in Atem. Asiatische Kunden fehlen. Masken und Desinfektion sind erstmals Pflicht. Noch ahnt kaum jemand hier, auch die bunte Welt der Mode wird in den nächsten Monaten mit großen Einbußen fertig werden müssen. Vor allem die norditalienischen Schuhmanufakturen klagen schon auf der Messe über die Angst vor der Angst. An ihren Ständen sind Kunden rar. Anders beim Unternehmen aus Pirmasens. Made in Germany scheint eine sichere Bank zu sein. Und der schwarze Stiefel kommt auch gut an. Es ist sehr stark, sehr stark. Also es ist ein sehr großer Trend. Wir haben das über die verschiedensten Materialien aufgemacht. Aber auf jeden Fall wird das sicherlich ein sehr, sehr starker Trend. Und wird sich auch genauso abverkaufen, ja, wie wir das auch wünschen. Ja. Und dann hat das ganze Thema hier Utility Lace-Up. Auch die Einkäuferin vom Berliner KDW zeigt sich interessiert an den Neuheiten aus Pirmasens. Sehr schön. Wen brauchst du unbedingt? Wir haben viele verschiedene Kunden, bei uns auch ein hoher Anteil von Touristen im Haus. Aber ich glaube doch, Kennel und Schmenger wird auch von einer sehr loyalen deutschen Kundin gekauft, die die Marke schon lange kennt und gerne mag. Und dort eine von bis eigentlich im Alter. Also es spricht eine breite Kundengruppe an. Frankfurt Opernplatz, ein halbes Jahr und einen Corona-Lockdown später. Wir treffen Andreas Klautsch wieder. Der Einzelhandel leidet. Der Absatz von Schuhen ist eingebrochen. Auch bei Kennel und Schmenger musste die Belegschaft in Kurzarbeit. Meine Aufgabe war es, den Mitarbeitern die Angst zu nehmen. Ich habe in der Anfangsphase nach dem Lockdown, also einmal die Woche, alle Leute zusammengeholt und habe ihnen die Situation erklärt, wie ist der Status quo mit unserer Produktion, wie ist es mit unserem Handel. Und ich habe so versucht, den Mitarbeitern eine gewisse Sicherheit zu geben. Ich habe zwar immer gesagt, ich kann für nichts garantieren, aber ich suche nach Möglichkeiten, dass wir alle Mitarbeiter behalten können. Auch in den Läden wie hier in Frankfurt. Unser Stiefel, der in mehr als 100 Arbeitsschritten mit Herzblut und von Hand gefertigt wurde, ist Teil der neuen Herbstkollektion. Mit 350 Euro zwar kein wirkliches Schnäppchen, aber Andreas Klautsch glaubt daran, dass sich Qualität durchsetzen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass mit der Krise ein Teil der Verbraucherin anders denkt, bewusster denkt. Wir haben hier was Besonderes. Wir haben den Produktionsstandort Deutschland. Also ich sehe durchaus auch Chancen, die uns in der Zukunft sicherlich stark machen können. Der Winterstiefel aus der Westpfalz scheint seine Käuferinnen zu finden. Und der eingeschlagene Weg von Kennel und Schmenger der richtige. Handgearbeitete Schuhqualität, made in Pirmasens. Thank you.